So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Heute machen wir was Besonderes. Das ist die letzte Themennacht vor unserer Sommerpause und wir haben uns überlegt, irgendwie soll das auch dann ein besonderer Abend, eine besondere Nacht werden. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, mit denen ich hier in dieser Sendung schon einmal gesprochen habe. Vor einer Woche oder vor 10 Jahren. Die mir damals eine bewegende oder dramatische Geschichte erzählt haben. Und wenn es eine Weiterentwicklung dieser Ereignisse gibt und ihr sie mir gerne erzählen wollt, dann ruft an und ich bin sehr gespannt darauf und freue mich auf eure Anrufe. 0800 220 50 50 oder Mailadresse domian@wdr.de. Und das Thema der Sendung heißt wie ging's weiter. Also, ich bin sehr gespannt und die erste Anruferin, das ist die Bärbel und Bärbel ist 29 Jahre alt. Guten Morgen, Bärbel. Hallo. Bärbel, wann haben wir miteinander gesprochen? Du, das war so circa wirklich 10 Jahre. 10 Jahre ist es. War vor 10 Jahren ungefähr, ja. Ziemlich genau sogar. 10 Jahre. Und zu welchem Thema? Ja, das war, da hattest du, glaube ich, das war ein freies Thema. Da konnte man zu allen möglichen Themen anrufen. Ja. Und da hattest du zunächst mit meiner Mutter telefoniert. Und zwar ging es damals um mein Abitur, was ich damals nicht bekommen hatte. Warte mal ganz kurz, bitte. Ja. Also, ich hatte mit der Mutter gesprochen. Und ja, es ging um das Abitur, was du nicht gemacht hast. Genau, genau. Ja. Und wie ging es dann und weiter? Ja, und da hattest du mir nämlich, ich hatte dir dann noch erzählt, dass ich damals im Kindergarten hatte ich dann einen Praktikumsplatz bekommen. Das war damals noch so während dieser Ausbildungsverordnung. Mhm. Und da hast du noch zu mir gesagt, ja, und mach das auf jeden Fall weiter und das ist auf jeden Fall ganz toll und wenn du das machen willst, dann mach das. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe das durchgezogen. Nach dem Praktikum habe ich dann die Ausbildung gemacht, habe dann während dieser Ausbildung praktisch sozusagen das Abitur nachgeholt. Das heißt, ich habe dann ein Fachabi mit 2,4 gemacht. Hey. Ja. Gratulation. Und danach bin ich dann in den Beruf gekommen. Ja. Hab dann in einer Kinderkrippe gearbeitet. Ja. Und halt immer wieder in der Krippe, war zwischenzeitlich auch mal wieder arbeitslos gewesen, auch jetzt gerade in der letzten Zeit, weil mit unbefristeten Verträgen ist das halt immer so eine Sache. Mhm. Und aber jetzt habe ich tatsächlich, das Wunder ist geschehen, für den 1.8.2007 einen unbefristeten Vollzeitstellenvertrag bekommen. Na super. Und damals war die Stimmung ziemlich angespannt, ne? Weil das Abitur eben nicht geschafft worden war. Ja, genau. Und die Mama hatte auch Sorgen. Genau. Und da ist man natürlich nicht so guter Dinge. Mensch, und jetzt sind 10 Jahre vergangen und es hat sich alles zum Guten hin entwickelt. Ja. Und du bist immer noch treue Zuhörerin oder Zuschauerin unserer Sendung. Ja, ich habe das in der letzten Zeit leider nicht mehr so gesehen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist eine ganz wichtige, also ganz witzige Sache. Ich habe nämlich gerade vorgestern irgendwie in der Zeitung wieder gesehen, Domian kommt und sprach noch mit meiner Mutter drüber und sagte noch, ach, weißt du noch, und wie das war. Und dann erzählte sie mir, du Bärbel, Domian macht jetzt eine Sendung für die Leute, die mal mit ihm gesprochen haben. Ja. Ja, probier's doch mal. Und ich so, hey, klasse, mach ich. Ja. Das ist ja schön. Also ich sage das ja immer wieder, dass ich mich sehr freue, wenn ich Rückmeldungen kriege, weil es gab ja so viele interessante Gesprächspartner in den vielen Jahren, die wir das hier machen. Und ich finde es für mich immer spannend, das zu hören und sicher das Publikum ganz genauso, weil man sich ja doch an viele erinnert. Und wenn sich das dann auch noch zu einer so guten Sache gewendet hat, das Blatt, umso besser. Ja, auch so mein ganzes Umfeld hat sich geändert. Ich werde nächsten Sommer wahrscheinlich heiraten. Aha. Und ich bin vor ein paar Jahren bin ich auch Tante geworden. Meine Schwester hat eine Tochter gekriegt und es sind also ganz, ganz, ganz wahnsinnige Sachen passiert. Ja, also ein gutes Beispiel dafür, auch wenn man das Abitur nicht schafft, wenn man durchrasselt, kann das alles doch noch alles gut werden. Ja, immer wenn man denkt, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Man darf nur nicht aufgeben, das ist es. Das ist genau der Punkt, ja. Wenn man einmal unten hängt, gut, dann gibt es nur noch einen Weg und der heißt dann nach oben wieder. Ja, ja. Es kann dann auch nur noch aufwärts gehen eigentlich. Wie geht's deiner Mama? Oh, meiner Mama, ja, also der Witz war, mein Papa hatte gestern Geburtstag, wir haben noch schön gefeiert und ihr geht soweit gut. Ne? Dann grüßt du sie herzlich von mir. Ja, sie guckt dich auch sehr regelmäßig. Grüßen wir jetzt zusammen über den Sender. Ja. Ja, liebe Bärbel, vielleicht dann in 10 Jahren nochmal.
Ja, klar. Wir beide. Danke für deinen Anruf. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, das ist die Telefonnummer. Und heute Abend heißt unser Thema heute Nacht, wie ging es weiter? Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, mit denen ich schon mal hier in dieser Sendung gesprochen habe. Ja, und ich frage dann, wie ging es weiter? Ihr habt mir damals irgendetwas Dramatisches oder Bewegendes erzählt und es gibt eine Weiterentwicklung. Und wenn ihr mir von dieser Weiterentwicklung berichten wollt, dann ruft gerne an 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Hier ist die Beate und Beate ist 41 Jahre. Hallo Beate. Ja, hallo. Beate, wann haben wir miteinander gesprochen? Ah, das muss vor 11 oder 12 Jahren gewesen. Auch so lange her, auch so lange her. Da war mein Sohn damals, ja, 11, 12 Jahre alt, weil der ist jetzt 23. Ja. Und ich hatte damals gesagt, dass ich glaube, dass der mal schwul wird. Und weil er mit 3, 4 Jahren schon und sich unheimlich gerne heimlich meine Klamotten aus dem Schrank gezogen hat und ja. sich aufgetakelt hat und sich geschminkt hat und Barbies musste der immer haben. Du warst, obwohl das so lange her ist, ich kann mich ja manchmal wirklich an Sachen erinnern, die sehr, sehr lange her sind. Mhm. Ich glaube, du warst eine sehr besorgte Mutter. Ja, ich habe damals Angst. Ich habe Angst davor gehabt, dass ich damit eventuell nicht klarkomme. Ja, also. Genau, ja. Ja. Und dann habe ich wahrscheinlich damals zu dir gesagt, na Gott, dann wird er halt schwul. Ja, sowas in der Art. Was ist denn nur geworden? Ja, schwul. Er ist schwul geworden. Der hat mir vor 3 Jahren sein Outing gehabt und hat mir dann gesagt, Mama, ich muss dir was sagen, ich habe immer so komische Träume, ich träume immer von Männern und dann bist du immer dabei. Ich sage, ja, wie denn, mit erhobenen Zeigefinger? Ja. Und dann sagt er, ja, so ungefähr und... Dann sag ich, was willst du mir denn sagen? Und er sagte, ja, ich wollte ja sagen, ich stehe auf Männer. Und sag ich, mein Gott, das habe ich doch gewusst. Aber dann hast du ja schon einen Gesinnungswandel durchlaufen, ne? Weil damals war das ja noch nicht so ganz locker. Ich habe fest damit gerechnet, dass es so wird. Mhm. Nur, hätte es mir damals halt eben gerne anders gewünscht. Und heute, mein Gott, das ist mir so pupsegal. Ja. Der ist so süß, der hat sich so super entwickelt. Das ist so ein süßer Kerl. Er ist 22, sagst du? 23. Okay. Ja. Mhm. Hat er schon einen Freund mit nach Hause gebracht? Nee, noch nicht. Der wohnt jetzt gerade mit jemandem zusammengezogen, ist aber nicht sein Freund, ist so nur ein Freund, aber nicht sein Lebenspartner. Ja. Aber vielleicht wird er das ja mal, wer weiß. Ja. Hat er es denn so dir erzählt, seit wann er sich sicher ist? Der hat eigentlich gesagt mit 16, 17. Mhm. Mhm. Und ich habe den ja früher schon immer drauf angesprochen und immer zu ihm gesagt, komm jetzt rück raus, stehst du auf Jungs oder stehst du auf Mädchen? Mhm. Oh Mama, natürlich stehe ich auf Mädchen, ich bin in die verliebt. Ja. Und irgendwann schleppte der mir ein Mädchen an. Guck mal, Mama, das ist meine Freundin. Und das war überhaupt nicht seine Freundin. Und ich habe zwar irgendwo im Hinterkopf so gedacht, ach, wäre ja schön, die Schwiegertochter, ich werde mal irgendwann Oma. Aber das kann ich jetzt alles vergessen. Bist du alleinerziehend mit dem Jungen gewesen? Nee, zu der Zeit damals nicht. Da gab es auch noch den Vater. Das war nicht mehr der Vater. Ich lebte mit, ich habe danach nochmal 3 Kinder gekriegt. Ach so. Und mit dem Vater war ich dann damals zusammen, mit dem bin ich aber auch nicht mehr zusammen. Ja. Wie reagiert denn so die nähere Familie, das nähere Umfeld? Meine Schwester hat früher schon immer gesagt, die hat vermutet, dass der im falschen Körper geboren wäre, dass der transsexuell wäre. Das ist dann noch wieder was ganz anderes, ne? Ja, aber ja. Das ist er gar nicht, weil ich habe vorhin schon im Vorgespräch schon gesagt, der liebt sein Ding und der wird das niemals abschneiden lassen. Und nee, also... Aber so einen Hang zu Travestie hat er trotzdem, denke ich mal. Ja, na gut, das ist ja, das haben ja viele. Selbst heterosexuelle Männer haben da Spaß dran. Das ist ja dann noch eine ganz eigene Geschichte. Ja. Mann, so auch bei dir so lange her, dass wir beide gesprochen haben. Ja. Aber meine Familie hat auch ganz positiv reagiert. Ich habe auch gedacht, meine Mutter, die würde vielleicht irgendwie sagen, wie soll das denn? Ja. Aber gar nicht, die hat gedacht, das habe ich gewusst. Alle haben das gewusst. Ja. Ja, also auch eine gute Entwicklung. Ja, obwohl er gar nicht so richtig tuckig ist. Der hat aber irgendwie trotzdem was, der ist ein sehr femininer Typ. Ja, also jeder Schwule ist ja nur nicht tuckig. Nee, aber manche sind ja richtig voll tuckig. Natürlich, klar. Aber der gar nicht. Ja, da ist auch alles im grünen Bereich, würde ich sagen. Ja. Und ich freue mich, dass du angerufen hast und dass du mir das erzählt hast. Schön. Schönen Gruß an deinen Freund. An deinen Sohn. Auch gerade zu. An den Freund dann auch, okay. Nee, mein Sohn, dem habe ich Bescheid gesagt, der sitzt jetzt auch vom Fernseher. Ah ja, schönen Gruß an den Sohn. Mhm. Beate, alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss.
0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer für euch, die ihr gerne nochmal mit mir sprechen wollt, wenn ihr schon mal mit mir gesprochen habt und eure Geschichte weitergegangen ist und ihr mir die Weiterentwicklung auch gerne erzählen wollt. Ruft an oder mailt domian@wdr.de und schreibt bitte unbedingt in die Mail auch eure Telefonnummer rein, damit wir euch dann auch gegebenenfalls sehr rasch zurückrufen können. Jetzt bin ich verbunden mit dem Frank und Frank ist 45 Jahre alt. Hallo Frank. Grüß dich, hallo Domian. Hallo Frank. Wann haben wir miteinander gesprochen? Das müsste ungefähr vor 8 Wochen gewesen sein. Vor 8 Wochen? Ja, ich weiß nicht mehr ganz genau. Was war dein Thema gewesen? Das war das Thema gewesen, so Einsiedler, glaube ich, in Großstädten oder sowas. Ah ja. Du bist der Mann, glaube ich, der mit Börsenspekulationen genau, sehr viel Kohle verdient hat. Ja, so war das, genau. Und ich habe also damals entschlossen, nicht mehr die Wohnung zu verlassen. Ja, und du warst, als wir miteinander gesprochen haben, schon sehr lange in deiner Wohnung gewesen. Richtig. Im Jahr, ne, ungefähr. Ja, seit Ostern, ein Jahr davor, seit Ostern im Prinzip. Ne? Ja, und ja. Da du viel Geld hattest, was mich sehr beeindruckt hat, hast du dich dann per Taxiunternehmen versorgen lassen, ja, ne? mit Lebensmitteln, Pizza und weiß ich was alles. Das hat sich alles eingespielt, das geht auch weiterhin so. Ja. Aber bei mir hat es eine Wendung gegeben und zwar habe ich mal die Wohnung verlassen. Oh! Und zwar habe ich die deshalb verlassen, weil ich eigentlich doch eine unglaubliche Begegnung gehabt habe. Ja. Ich gehe eigentlich fast nie zu Konzerten oder zu sowas. Hm. Und nehme das also im Prinzip immer nur von der Presse her mit, was so passiert. Hm. Und da habe ich eine Einladung zugespielt bekommen. Ja. Und habe also einen Schultergruß vom Justin Timberlake gekriegt. Ein was? Ein Schulter? Also im Prinzip ein Big Hug, sagt man, also in Amerika, ne? Also sozusagen, er hat mich an die Schulter gefasst und ein Foto gemacht und der Justin Timberlake hat sich mit mir sozusagen absichten lassen. Wann war das? Das war am 7.6. Ach so. Und du hast für dieses Konzert eine Einladung bekommen. Ganz genau, ja. Und als du diese Einladung bekommen hast, hast du gedacht, naja, dafür kann ich dann auch mal die Wohnung verlassen. Ganz genau, dafür musste ich es verlassen, weil das ja im Prinzip noch da im Backstage-Bereich war, den man sich angucken konnte. Verstehe. Und dann kam es gleich zu dieser tollen Begegnung mit ihm. Ganz genau. Mit Justin. Ja, so ist das. Das habe ich ihn zum ersten Mal also im Prinzip ganz hautnah gesehen. Ne? Und, was ist das so für ein Typ? Was hat er für eine Ausstrahlung? Ja, ich bin erstaunt gewesen, also er ist ziemlich groß. Ah ja. Ungefähr 1,85. Ja, naja. Unrasiert gewesen, ein weißes T-Shirt und eine Jeans und ganz locker drauf, muss ich sagen. Klingt ja sehr sexy, ne? Ja, also gut, ich meine, vom Konzert her war es spitzenmäßig. Ja. Ich war bei einem Konzert auch noch gewesen und vor allem spielte auch unglaublich gut Klavier. Es war eine fantastische Stimmung in der Halle, in der Arena, wo ich war. Und wie gesagt, also das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, weil ich ja so lange nicht mehr draußen war. Aber Frank, was hat dich denn dazu bewogen? Ich meine, wenn man so lange, wir müssen das vielleicht nochmal den Leuten erklären, das war so eine Art Selbsterfahrungstrip, ne? Dass du gesagt hast, du bleibst in der Wohnung. So ist das so. Und ich bleibe in der Wohnung und ich bleibe jetzt zum Beispiel bis zum Dezember wieder in der Wohnung. Was hat dich denn dann so bewogen oder bewogen, dass du gesagt hast, für dieses Konzert gehe ich raus? Ja gut, wenn man sowas persönlich garantiert bekommt, dass man den persönlich trifft und ein Foto mit ihm macht, dann geht man raus. Aber das war doch vorher nicht so ganz klar, oder? Ach, das war klar. Ach, das war sogar klar. Das war klar, ja. Ach so. Man konnte also im Prinzip ein direktes Kennenlernen mit ihm. Aha. Das war, gab's glaube ich noch. So kann man dich also locken. So könnte man mich locken, ja. Das wäre ja nie rausgegangen. Aber das war doch dann wahrscheinlich auch ein gigantisches Gefühl, wenn man ein Jahr die Wohnung nicht verlassen hat und geht dann raus und dann gleich in so einen Zirkus da zu kommen. Ja. Das hat lange noch nachgeheilt, das muss ich sagen. 30 Tage war das noch bei mir voll drin. Ne? Ja. Ja, ganz klar. Hast du mit ihm ein paar Worte wechseln können? Nee, also er gibt auch keine Autogramme. Ja. Jedenfalls hat er keine Autogramme gegeben und hat im Prinzip eigentlich nur den Arm um mich gelegt und sich ablichten lassen. Und Foto. Und ist dann halt sozusagen auch ja nochmal zum Soundcheck gegangen. Also ja. Und hat den Soundcheck da gemacht. Und das Foto hat natürlich jetzt einen Ehrenplatz irgendwo. Das hab ich noch nicht mal. Was hast du noch gar nicht? Das hab ich noch nicht mal. Krieg ich aber jetzt von Berlin. Ja. So. Und jetzt ist geplant, bis Dezember in der Wohnung wieder zu bleiben. Genau, bis Dezember. Ein halbes Jahr habe ich mir jetzt ausgerechnet wieder. Warum? Ja, weil es mir erstmal gut tut. Warum tut dir das gut? Also, es ist so, ich bin früher mal viel gereist. Mhm. Also um die halbe Welt eigentlich gereist auch. Und habe viel gesehen und das musste man ja alles erstmal irgendwann verarbeiten. Mhm. Und ich bin zu so einem gewissen Ruhepunkt gekommen und habe also festgestellt, dass das Leben unheimlich schnell vorbeigeht. Mhm. Also wie in einem Zeitraffer insgesamt. Mhm. Und dann habe ich mir gesagt, als zweite Konsequenz machst du es so, dass du nur noch das tust, was du wirklich willst. Mhm. Also 24 Stunden lang und zwar jeden Tag.
Und das geht eigentlich für mich nur in dem Moment, wo ich nicht mehr von anderen gestört werde, sondern im Prinzip meinen Tagesrhythmus so gestalten kann, wie ich es persönlich selber möchte. Ja, das ist natürlich toll und luxuriös, wenn man das kann, aber darüber hatten wir gesprochen. Ja. Ich hatte es gerade erwähnt, dass du finanzielle Reserven hast, dass das möglich ist. So ist das, ja. Aber was ich ja so merkwürdig finde und damals auch nicht so ganz verstanden hatte, als wir gesprochen haben, du könntest ja auch ganz deinen Dingen nachgehen, unter anderem auch außerhalb der Wohnung. Du könntest spazieren gehen, du könntest in einem Café sitzen. Und ja, ich sag doch mal so, es gibt ja noch einen anderen Aspekt dazu. Also wenn ich das nochmal da reinbringen könnte, das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, die sich da entwickelt hat. Ja? Mhm. Man hat ja eine unglaubliche Ruhe dann insgesamt, ne? Mhm. Weil man nicht mehr gestört wird. Also von niemandem mehr. Also ja. Gut, ich meine, telefonieren tue ich so, das ist ganz normal, und kriege auch die Versorgung täglich, das ist auch abgesichert, aber es ist so, dass man also in sich so selber gehen kann. Mhm. Ich war früher mal bei einem autogenen Training gewesen und sowas hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Und da habe ich aber festgestellt, dass es eigentlich durch die Gruppe nicht funktioniert, dass man eigentlich durch die Gruppe insgesamt da war ich immer abgelenkt und konnte mich eigentlich überhaupt nicht auf sowas konzentrieren. Mhm. Und das habe ich, sagen wir mal, es hat sich dann so ergeben, dass ich so ein richtiges, ich will mal sagen, Konzept habe, wie ich autogenes Training für mich mache und wo ich das ungefähr für 20 Minuten am Tag mache und dann unheimlich erholt bin. Mhm. Und das ist mir dann auch wiederum einleuchtend, dass du diese 8 Meditationen, so kann man das ja sagen, am allerbesten schaffst innerhalb deiner Wohnung, weil du komplett abgeschottet bist von anderen Leuten. Du telefonierst ja auch wenig, ne, hast du gesagt. Ich telefoniere viel, so ist es nicht, aber... Ach, viel? Ja, sicher. Ich telefoniere viel. Aber wenn ich sowas mache, mache ich natürlich das Telefon aus, mache alles zu und sowas. Mhm. Und habe da auch also wirklich schöne Erfahrungen schon mitgeschafft. Man könnte natürlich denken, jemand sagt, okay, sowas wäre überhaupt nichts für mich. Oder ich war früher auch sehr skeptisch gegenüber solchen Sachen, aber es funktioniert dann doch ganz gut. Verlockt es dich nicht? Ist es nicht verlockend, mal nachts zumindest mal einen Spaziergang zu machen, wo niemand auf der Straße ist? Nee, wirklich nicht. Das nicht. Ich war auch viel unterwegs und ich habe das auch sehr viel gesehen. Ich bin auch nachts immer sonst raus oder sowas. Das habe ich eigentlich immer alles gehabt. Ja. Und ich habe auch mein ganzes Konzept umgestellt und fühle mich sehr wohl dabei. Ja. So, jetzt ist der Plan, bis Dezember wieder in der Wohnung zu bleiben. Richtig, ja. Und dann? Ja, dann gehe ich raus. Ein Tag. Ein Tag? Ja, ein Tag gehe ich raus. Irgendwann im Dezember. Das kann der erste sein oder der letzte Tag. Oder lockt wieder ein Popstar oder? Nee, einfach so. Einfach so. Ja, das habe ich für mich jetzt, sagen wir mal, so beschlossen, dass ich, sagen wir mal, arbeite ja auch vieles auf und so und komme gut voran, habe auch einen ganz anderen Tagesrhythmus, sodass ich zum Beispiel mal 2-3 Tage hintereinander durchmache und dann wieder 2 Tage schlafe oder sowas. Das geht eigentlich auch. Was machst du, wenn du durchmachst? Dann lese ich viel, denke viel nach, denke über gescheiterte Beziehungen nach, schöne Beziehungen, die man gehabt hat, schreibe Briefe, suche die Adressen raus, wo ich mal überall gewesen bin, schreibe denen und sowas. Ja. Wenn du denn diesen einen Tag voraussichtlich im Dezember dann draußen erlebt hast, wie soll es dann weitergehen? Gibt es da schon Überlegungen? Ja, ich sag mal, irgendwann werde ich wieder zum ganz normalen Leben zurückfinden. Mhm. Das schätze ich schon mal. Das war ja eigentlich so mal ein Test gewesen. Und ich bin ja auch nicht der Einzige, der das macht. Ich weiß nicht, ob der das was sagt. Kausen ist ja auch so einer gewesen, der in Köln die Häuser hat und in Berlin. Kausenhaus zum Beispiel. Ich erinnere mich, ja. Ja, und der hat es eigentlich auch gemacht. Der hat eigentlich seine Bürowohnung fast nie verlassen. Ne? Der hat es über Jahre dann so gemacht, dass er sich zurückgezogen hat, wurde ja auch sehr stark angefeindet, wie er eigentlich im Prinzip mit seinen Geschäften vorangegangen ist. Mhm. Hat es aber also im Prinzip auch nicht mehr in der Öffentlichkeit bewegt. Also für dich ist das ein klares Lebenskonzept im Moment, um Besinnung auf dein Leben zu finden. Ja, auch die Fehler, die man gemacht hat. Und zum Beispiel auch, es gibt noch einen Aspekt, man muss niemandem mehr gefallen. Ja. Man muss nicht mehr das tun, was andere von einem erwarten, sondern man kann wirklich selbst tun, was man wirklich will. Das kam eigentlich nur dadurch, dass ich gemerkt habe, dass alles wieder in einem Zeitraum an einem vorbeirennt. Mhm. Du sagst, du willst niemandem mehr gefallen, aber so der normalen Körperhygiene gehst du auch nach in der Wohnung. Ja, das ist ja auch Entspannung. Also rasieren und duschen und sowas, ja, das ist schon alles klar. Ja, sicher, klar. Mhm. Ja. So schön, sicher, man kann jederzeit reinkommen bei mir. Ja, Frank, also das war, damit hätte ich nicht gerechnet, dass du dann so bald doch immerhin für einen Ausflug da rausgehst und dann gleich mit einem Weltstar zusammentriffst. Das ist ja schon wieder irgendwie skurril, ne? Ja, war wirklich verrückt. Und die Bekannten oder so, denen ich das dann am Telefon gesagt habe und so, die sind dann bald umgefallen. Ja. Aber es ist schon schön gewesen. Verrückt. Na toll. Ja, da wünsche ich ein schönes halbes Jahr wieder in der Wohnung. Das mache ich. Und dass es dann so weiterläuft, wie du dir das vorstellst. Ich danke dir, ne? Alles Gute, Frank. Tschüss.
Tschüss. 0800 220 50 50. Heute unsere Sendung mit Leuten, mit denen ich schon einmal hier gesprochen habe, vor einer Woche, einem Monat, einem Jahr oder 10 Jahren. Und wenn ihr gerne nochmal mit mir sprechen wollt und eure Geschichte weitergegangen ist, es neue Aspekte gibt, eine Weiterentwicklung stattgefunden hat, dann meldet euch hier bei mir. 0800 220 50 50. Hier ist Julia und Julia ist 16 Jahre alt. Hallo Julia. Hallo Domian, grüß dich. Wann war unser Gespräch? Ja, unser Gespräch war im letzten Jahr April rum. Im letzten Jahr April, 2006 April. Genau. Und über was haben wir gesprochen? Ja, also es ging darum, ich habe im letzten Jahr März erfahren, dass ich ein Hypophysenadenom habe. Also das heißt ein Tumor in der Gehirnanhangsdrüse. Mhm. Und ja, deswegen habe ich dich damals angerufen. Mhm. Und ja, heutzutage ist es so, dass ich eigentlich immer noch da stehe, wo ich früher stand. Mhm. Und also noch eine Frage, nochmal zurückgehend. Das war damals eine Diagnose, die für dich völlig überraschend kam und die dich umgehauen hat. Genau, also mhm. Es war zwar so, dass es wegen, also ich hatte vorher schon Beschwerden und Symptome in Form von Sehstörungen und Kopfschmerzen. Mhm. Und deswegen wurde ich dann vom Hausarzt zum MRT geschickt, zu so einer Röntgenschädels. Mhm. Und dabei wurde dann halt dieses Adenom der Hypophyse entdeckt. Ja. Und ja, seitdem ist es eigentlich ein Rennen vom Arzt zum nächsten. Genau. Was hatten die denn damals gesagt, was man tun könnte? War eine Operation eventuell möglich? Ja, es ist also so, bei dem Tumor, es geht ja auch um Hormone, weil die Hypophyse ja Hormone bildet, dass es Tumorarten gibt, die können mit Tabletten behandelt werden, mhm. Ist bei mir aber leider nicht möglich. Mhm. Und es gibt Tumore, die kann man wachsen lassen, wenn sie relativ klein sind und die müssen aber halt kontrolliert werden mhm. Und wiederum andere müssen unbedingt operiert werden und eine Indikation für die OP wäre zum Beispiel dann Größenwachstum oder ja, auch wenn sie dann halt klein sind, halt sobald sie wachsen, mhm. Ist es besser, dass sie rauskommen. Was hat man mit dir nun gemacht? Ja, also ich hatte von März letzten Jahres alle 3 Monate Kontroll-MRTs mhm. Und neurochirurgische Termine, das heißt mit Operateuren hatte ich Termine mhm. Und bin in Behandlung von Endokrinologen gewesen, sprich Hormonfachärzten mhm. Und immer... Du bist sehr gut informiert, ich merkte schon an den ganzen Fachbegriffen, dass du da schon ein Profi geworden bist. Ja, in der ganzen mhm. Zeit merkt man sich vieles. Mhm. Ja. Also es gab keine Operation? Es gab erstmal keine Operation, weil natürlich eine Operation hat ja neben den normalen Risiken der Narkose noch natürlich die Risiken, dass ja bleibende Schäden mhm. Da sind wie lebenslange Hormoneinnahme mhm. In Form von Tabletten oder ja, dass der Sehnerv getroffen mhm. Wird oder sowas. Also jetzt hast du dich heute bei mir nochmal gemeldet. Genau. Wolltest du mir erzählen, dass so im Prinzip nichts gemacht worden ist mit dir seitdem? Also nichts Gravierendes gemacht wurde? Ja, also, dass ich mittlerweile immer noch nicht weiter weiß und mhm. Du hast mir damals eigentlich ziemlich, ja, super geholfen. Ich habe ja super viele Zuschriften bekommen von deinen Zuschauern. Ja, da freue ich mich immer so sehr drüber, wenn auch die Zuschauer dann so reagieren auf Anrufe hier, die uns allen noch sehr... ja, zu Herzen gegangen sind. Und das ja, war bei dir ja so. Das war auf jeden Fall super hilfreich. Also es waren bestimmt über 100 Zuschriften. Mhm. Also es war klasse. Mhm. Und ja, dadurch bin ich auch an viele Operateure gekommen und alles. Und mhm. Es ist halt so, dass wir uns eigentlich in dem Jahr fast, also jetzt in dem Jahr 2007 fast für eine Operation entschieden hätten. Mhm. Weil in dem letzten MRT war es so, dass der Tumor ein Größenwachstum bekommen hatte mhm. Und somit ja die Indikation für die OP da ist. Mhm. Und weil ich auch durch meine Probleme der starken Kopfschmerzen jetzt seit ja fast 1,5 Jahren nicht mehr in der Schule war, ja, ja im normalen Leben sehr gehindert bin, ja, war es dann so, dass wir eigentlich eine Operation machen wollten. Aber?
es sieht jetzt so aus, dass ich, ja, ich hatte eine normale Routineoperation und habe die Mandeln rausbekommen und dabei hat man ja entdeckt, dass mein Körper nicht wirklich auf Schmerzmittel anspringt. Oh. Und, wie, also, überhaupt nicht auf Schmerzmittel? Genau, also es war schon auch, so. Auch nicht auf starke Schmerzmittel? Genau, also es war so, dass ich wegen meiner Kopfschmerzen früher ganz normal Paracetamol und Aspirin und sowas bekommen habe, aber ja, Paracetamol habe ich im Krankenhaus bis zu 2 Milligramm bekommen, also die kann ich essen wie andere Bonbons, da passiert bei mir nichts. Und im Krankenhaus war es dann so, dass ich erst Paracetamol und Novalgin über eine Infusion bekommen habe. Und nichts genutzt. Und ja, genau, es hat nichts gebracht. Heißt das, dass deshalb jetzt diese Operation am Gehirn nicht durchgeführt werden kann? Ja, also die Ärzte haben gesagt, dass sie es nicht verantworten würden, weil es war halt so, dass nach diesem normalen Schmerzmittel habe ich dann im Krankenhaus Valeron und Tramal bekommen. Das heißt, sprich Opiate schon. Und unter der OP auch schon Morphium und Ketanest, also die stärksten Schmerzmittel, die Krebspatienten. Und die haben auch nicht geholfen? Genau. Also es war so, ich bin eine Person, die nicht gerade viel wiegt. Also ich bin 1,66 und wiege 50 Kilo. Und die Schwestern und Ärzte haben sich das alle nicht erklären können, weil da wären 200 Kilo Mann umgekippt. Und ich war eigentlich noch quietschfidel. Im Sinne noch wach. Und ich weiß das aus der Palliativmedizin, dass es ganz, ganz, ganz seltene Fälle gibt, wo eben auch diese extremen Schmerzmittel nicht anschlagen. Ja. Aber das ist jetzt bei dir bei so einem jungen Mädel, aber das hat wahrscheinlich mit dem Alter gar nichts zu tun, sondern mit der Konstitution des Körpers. Mhm. Heißt das, dass du dir jetzt wirklich, dass die Operation nicht gemacht wird? Ja, also die Ärzte, nach diesem Drama hat meine Mutter sämtliche Ärzte angerufen. Und das natürlich erzählt, weil ich dadurch auch auf die Intensivstation gekommen bin, weil mein Kreislauf das letztendlich nicht mehr mitgemacht hat, aber die Schmerzen waren halt da. Ja. Ja, und da haben die Ärzte halt gesagt, dass sie das eigentlich nicht verantworten können, weil wenn ich schon bei einer, ja, in Anführungsstrichen normalen Mandeloperation solche Schmerzen habe, das wäre eine OP im Gehirn. Hat man denn im Gehirn Schmerzen, wenn da operiert wird? Also der Arzt hat gesagt, natürlich wäre ja ein, es ist ja ein Druckverhältnis im Kopf, das man hat. Und das wird natürlich durch die Operation gestört. Und dann bekommt man wahrscheinlich dann so einen Überdruck oder Unterdruck. Und naja, die Ärzte werden es schon wissen. Wenn die das so sagen, dann wird es so sein. Ist das für dich jetzt eine sehr schlimme und ernüchternde Nachricht oder dich zurückwerfende Nachricht, dass man dich nicht operieren kann oder will im Moment? Also, ja, also es ist für mich, zwiespaltig mit den Gefühlen dabei, weil irgendwo hatte man dann schon die Hoffnung, wenn die OP ist, dass die Schmerzen weg sind und man ja dem normalen Leben wieder entgegenkommen kann. Wäre denn mit dieser OP, wenn man sie machen würde, auch eine Chance verbunden, dass du diesen Tumor endgültig los wirst? Also die Ärzte haben gesagt, so wie der Tumor jetzt liegt, wäre es eigentlich leicht, an ihn heranzukommen. Natürlich kann man halt nie sagen, wie die OP verläuft und alles. Also ist es eigentlich ein wirklich großes Unglück in dem großen Unglück, was jetzt dazugekommen ist, dass du absurderweise nicht auf die Schmerzmittel reagierst. Genau. Oh Mann, hast du permanent auch Schmerzen dann, ne? Also jetzt auch in diesem Moment? Ja. Sind sonst die Beschwerden auch schlimmer geworden, dass du dich nicht gut konzentrieren kannst oder schlechter konzentrieren kannst als noch vor einem Jahr oder lesen nicht kannst oder und so weiter? Mir ist natürlich von den Anstrengungen her, wenn man immer Schmerzen hat, dann geht die Kondition zurück. Na klar, ja sicher. Schule war nichts mehr, hast du gerade gesagt. Schule ging nicht mehr. Genau, ich habe Schule zu Hause bekommen. Sprich, zweimal in der Woche die Hauptfächer, aber dann war es halt auch so, Lehrermangel,
hört aber, man ja schon viel von. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man auch da, wenn man ständig Kopfschmerzen hat, gar keinen Bock hat, irgendwas zu lernen. Und so. Ja, es ist halt so gewesen, dass teilweise dann halt so wenig Lehrer da waren. Wenn Lehrer da waren, dann waren Lehrer entweder krank oder ich konnte halt nicht. Also es war sehr selten Unterricht und es ging einfach nicht voran. Also. Wir wollen nochmal sagen, dass du erst 16 Jahre alt bist. Genau. Und so tapfer schon eine so schwere Krankheit meistern musst und ertragen musst. Ja. Wie ist jetzt die Perspektive? Wie soll es jetzt weitergehen? Also, ja, es ist für mich natürlich so, dass ich sage, ich kann das so nicht mehr leben, wie ich es jetzt lebe. Mhm. Es ist, ja, zu viel körperlich wie psychisch. Mhm. Also ich habe natürlich unter den ganzen Sachen mittlerweile Depressionen vom Feinsten bekommen. Wenn du sagst, ich kann das so nicht mehr leben, was bedeutet das? Ja, dass ich suche dringend nach Veränderungen, nur ich weiß nicht wie. Ich muss irgendwas ändern. Also ich muss, also es ist so, ich brauche auch bessere Hormonuntersuchungen und das ist momentan nicht möglich, weil ich keinen vernünftigen Endokrinologen mehr habe. Mhm. Und meine Chirurgen haben gesagt, dass ich ganz, ganz dringend wegen dieser Schmerzmittelprobleme auch eigentlich einen Neuroendokrinologen brauche. Aber also, ich finde keinen. Mhm. Wo wohnst du, wenn ich fragen darf? Ich wohne in NRW in Bochum. In NRW in Bochum. Genau. Da müsste es doch eigentlich im Großraum Nordrhein-Westfalen, wo es so viele Universitätskliniken gibt. Es gibt tausende Endokrinologen, Domian, aber Neuroendokrinologen. Neuro, die sich auch genau mit dieser Problematik des Schmerzempfindens auskennen. Der Schmerzen und mit diesem Tumor, ja. Weißt du was, Julia, jetzt wollen wir nochmal auf unsere Zuschauer hoffen. Du hast das ja jetzt sehr fachmännisch erklärt. Ja. Und wir werden ja nur in ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz empfangen. Mhm. Das wäre ja ganz toll, wenn wir jetzt gerade für diese ganz klare medizinische Frage eine Antwort bekämen. Wo gibt es einen solchen Fachmann? Ja, das wäre echt super. Und das wäre ganz toll, dann könnten wir dir das nämlich weiterreichen in der Hoffnung, dass wir dir vielleicht nochmal ein bisschen helfen könnten. Ja, das wäre echt super. Mhm. Das ist deine ganze Hoffnung, dass du jemanden findest, der das irgendwie mit diesen Schmerzen in den Griff bekommt, um dann die Operation durchführen zu können. Genau, da wird mir super viel dran liegen. Das wäre dein großer Traum. Ja. Weil es dann eventuell sein könnte, dass du, ja, vielleicht sogar gesund wieder wirst. Genau. Mhm. Was wahrscheinlich, wenn man jetzt schon so lange sich mit einer solchen schweren Krankheit herumschlägt, ein unfassbar schöner Traum für dich ist. Ja, irgendwann hat man so Momente, wo die Hoffnung dann weg ist und sucht dann natürlich wieder Punkte, wo man Hoffnung findet. Mhm. Ne? Also wir sagen jetzt nochmal diesen Fachbegriff. Wir suchen einen Neuroendokrinologen. Neuroendokrinologe. Mhm. Mhm. Der sich mit der Schmerzmittelbehandlung extrem gut auskennt. Genau. Möglichst jemand aus der Wissenschaft, der nun wirklich da ganz, ganz oben auf dem Stand der Dinge steht. Ja, möglichst auch das. Mhm. Mhm. Du lebst noch bei deinen Eltern, ne? Genau. Die versorgen dich. Mhm. Wie ist es inzwischen so mit Freundschaften und Umgang mit anderen Leuten, Gleichaltrigen? Naja, Domian, was soll ich dazu sagen? Also, es hat sich in der Zeit sehr viel rausgestellt, was Freunde sind und was nicht Freunde sind. Und gerade auch in meiner Altersklasse, ich meine, die haben anderes im Sinn als immer jemanden um sich rum zu haben mit Krankheit. Und das alte Lied, die besten, man erkennt Freunde immer daran, wenn sie zu einem stehen, wenn es einem schlecht geht. Genau. Ja, also wenn es einem gut geht, hat man immer tausend Leute um sich herum. Und dann ist immer ja. Mhm. Also es ist wirklich so gewesen, ganz am Anfang meiner Krankheit, da waren zwar alle noch da und es kam natürlich, oh wie schlimm und ja, es tut mir ja so leid. Und wie viel sind übrig geblieben? Also eigentlich keiner. Also mittlerweile ich habe mittlerweile einen Freund, der an meiner Seite steht. Ah ja. Ja, super. Wie und wo hast du ihn kennengelernt? Ja, also das ist ein guter Freund von meinem Bruder gewesen. Ach so. Und dadurch habe ich ihn dann kennengelernt und jetzt auch seit, ja, bald 5 Monaten. Toll, immerhin. Das ist ja schon dann auch eine schöne Lebenserfahrung und das baut einen ja dann auch ein bisschen auf. Ja, also er hat mich auch nicht anders kennengelernt mit meinen Krankheiten, mit meinen Schmerzen und
er hat nichts dagegen, sagen wir es mal so. Mhm. Das findet man ja auch selten. Mhm. Ne? So, liebe Julia, ich hoffe, dass wir aufmerksame, fachkundige Zuhörer und Zuschauer heute Abend hier, heute Nacht haben. Und drücke dir sehr die Daumen, dass wir einen guten Hinweis bekommen über E-Mail domian@wdr.de oder wenn es nicht zu E-Mailen im Moment möglich ist, dann natürlich auch schreiben. Einfach WDR-Redaktion Domian 50 600 Köln. Und sofort, wenn was da ist, werden wir dich informieren. Super, danke Domian. Ich drücke dir sehr, 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 sehr herzlich die Daumen, Julia. Danke für alles, Domian. Alles Liebe, alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Sendung heute mit Anrufern, die schon mal mit mir gesprochen haben. Und ich frage euch, wie ging es weiter? Wie hat sich euer Anliegen oder eure Geschichte weiterentwickelt? Verbunden bin ich jetzt mit Chris und Chris ist 50. Hallo Chris. Hallo Domian, einen schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Aus Gummersbach wieder mal. Aus Gummersbach, wann haben wir miteinander gesprochen? Vor 2 Jahren, letzte Sendung vor der Sommerpause. Sag bloß, und um was ging's? Das ging darum, dass ich 48 Jahre alt war und noch keinen Höhepunkt mit dem Partner erlebt hatte. Ja. Da bist du ja fast vom Stuhl gefallen. Naja, nun gut, so vielleicht noch nicht, aber es hat mich schon gewundert, ja. Ja, es ist in der trotz Ehe, 12 Jahre lang, trotz 10 Jahre Beziehung, nie einen Höhepunkt mit dem Partner erlebt, Partnerin erlebt. Mit einer Partnerin, also ja. 12 Jahre zusammen gewesen damals? Ja, ich war 10 Jahre mit einer Partnerin, im Anschluss an eine 12-jährige Ehe mit einer anderen Partnerin. Ach so, ja. So. Wie haben wir damals uns unterhalten? Was war deine Spekulation? Woran mochte es gelegen haben? Ja, ich habe ja nach wie vor noch MS, auch das, und dass es da irgendwie eine Verquickung geben könnte und so, und es keinen Sexualtherapeuten gibt, der direkt so auf Sexualität im Leben ansprechen kann. Ja. Theorie, Praxis ist natürlich alles da, Forschung und so auch, klar. Aber im Leben nicht. Wie war's? Du kamst nicht zu einem Höhepunkt mit deiner Partnerin, aber mit dir selbst schon. Ja, richtig, natürlich. So war's. Das ist richtig. Wie war damals, vielleicht wir können das ja nochmal etwas nochmal ergänzen für die Leute, die sich nicht erinnern. Wie ist damals deine Partner oder wie sind deine Partnerinnen damit umgegangen? Es ging so, dass ich dann mehr onaniert habe, sag ich mal, um überhaupt einen Höhepunkt mit der Partnerin zusammen zu haben. Um dann kurz vorm Höhepunkt das zu übergeben, das ganze Geschäft. Ach so. Also. Ja, man wird erfinderisch. Bitte? Man wird erfinderisch. Richtig. Ja. Wann hattest du eigentlich damals, wenn du sehr weit zurückdenkst, deinen letzten Höhepunkt mit einer Frau? Du meinst in Gegenwart einer Frau? In Gegenwart einer Frau, ja. Vielleicht 2, 3 Jahre her. Ja. Ach so, das lag noch gar nicht dann so lange zurück. Nein, also ich bin nicht genannt einer Frau gegenüber, wenn die dabei ist, das ist kein Problem. Nee, das ist mir schon klar. Aber wie lange hattest du dieses Problem, mit dem du dich bei mir gemeldet hattest? Ja, die ganze Zeit. Ich habe nie einen Höhepunkt gehabt mit einer Partnerin. So, das war meine Frage, da haben wir uns gerade missverstanden. Ja, ja. Allein durch die Partnerin, also ausgelöst, sag ich mal so, ne? Durch Massage oder so, ne? Ja. Nee, das hat sich jetzt erledigt mit der neuen Freundin. Insofern hat die Sache überholt, nachdem ich in Magdalena groß gesprochen habe. Das ist eine meiner Psychologinnen. Genau, ja. Und das ging ja dann weiter. Und da hatte ich da auch einen Ansprechpartner in Frankfurt gehabt, einen Psychologen, ja, der sich mit mir unterhalten hat. Ich brauchte aber nicht mehr hinzugehen, weil ich eine Partnerin gefunden hatte, mit der es geklappt hat. So. Sag bloß. Ja, insofern hat sich die eine Sache mit der anderen überholt. Ja, das heißt also bis vor zwei Jahren hat das nicht geklappt. Richtig. Und dann unter anderem nach dem Gespräch mit meiner Psychologin und was daraus erwachsen ist. Ja. Und mit deiner dann neuen Partnerin hat es geklappt. Die jetzt neben mir sitzt natürlich auch, ja. Die jetzt neben dir. Wie erklärst du dir das, dass es dann geklappt hat? Ich konnte mich irgendwie vielleicht eher fallen lassen oder die Partnerin ist mehr auf mich eingegangen, das könnte ich mir so erklären, dass ich das Gefühl hatte, dass sie sich auf mich einlässt auch dann. Ja, aber ist ja Wahnsinn, ne? Du hast ja so viele Jahre mit Frauen in Beziehung verbracht und es hat nicht funktioniert. Richtig. Und dann kommt plötzlich die wirkliche Prinzessin für dich und da klappt es. Und die habe ich über Zeitungsanzeige kennengelernt und die hat auch die Sendung gesehen, wo ich mit dir gesprochen hatte. Ach. Da hatte ich ja gesagt, ich rufe Domian an, ich spreche mit dem vielleicht, ich versuche es. Und dann hat sie gesagt, ich gucke mir den auch an. Da waren wir noch nicht zusammen, jetzt sind wir zusammen. Und die Freundin kommt auch aus Gummersbach? Die Freundin kommt nicht aus Gummersbach nicht, die kommt aus Bergheim. Aus Bergheim, naja, ist ja auch nicht so ganz weit. Nur 70 Kilometer etwa. Ja, und jetzt seid ihr beiden ein munteres, fröhliches Paar. Richtig. Und sie selber ist an 30 Jahre verheiratet. Insofern, die war gar nicht so richtig drauf aus und hatte durch Zufall die Anzeige gesehen, die ihr Sohn in der Zeitung, ich darf jetzt keine Schleichwerbung machen, aber die...
für Autos und so lag auf dem Tisch und ja. Da hat sie mal geguckt, was jetzt die Leute so suchen. Und ja. Dann hat sie dann, weil ich da das einzige Mal mit Chris drin annonciert hatte, ja. Und ihr Sohn heißt auch Christian, so. Ach so. Dann hat sie gesagt, oh, da rufe ich da mal an. Und dann hat sie mal gesimst und habe ich zurückgesimst. Und jetzt sind wir fast 3 Jahre schon zusammen. Das ist ja eine tolle Sache. Ja, und wie hast du das denn erlebt? Das erste Mal, als es dann geklappt hat, das muss doch gigantisch gewesen sein. Sicher, es ist natürlich was völlig anderes als Höhepunkt in während der Onanie, sag ich mal so. Ja, ja. Ich finde es einfach riesig. Es gibt kaum Worte, die man das benutzen könnte, um das zu beschreiben. Ja. Das Erleben ist einfach gigantisch. Toll. Ehrlich. Das freut mich, mit 50 dann nochmal so begeistert zu sein, ja. In Sachen Sexualität, weil du so viele Jahre darauf verzichtet hast, auf dieses Gefühl zumindest. Ja, wie Teenie komme ich mir vor. Wie ein Teenie. Und der Freundin geht's ähnlich. Frisch verliebt und alles in Butter. Richtig, und jetzt am 3. August ist ihre Scheidung und dann sind wir weiter zusammen natürlich, kein Thema. Wollt ihr dann auch zusammenziehen oder seid ihr schon zusammen? Wir leben schon seit 1,5 Jahren zusammen. Ihr lebt schon zusammen? Ja, ja. Das ist ja toll. Das hat sich auch so ergeben dadurch dann. Ja. Mensch, super Chris, tolle Sache. Und letztendlich... Du kannst es nur so erklären, dass du dich jetzt mehr fallen lassen kannst als vorher. Ja. Noch eingehender kannst du es nicht erklären. Ja, ich habe das Gefühl, dass die Partnerin mich irgendwo emotional auch versteht, auch in der Sexualität. Ja. In meinem Anliegen, was ich da habe, sag ich mal auch. Ja. So empfinde ich das irgendwie. Ja. Also, ich gratuliere sehr herzlich. Du grüßt mir sehr herzlich deine Liebste. Ellen heißt sie, sitzt neben mir. Wie heißt sie? Ellen. Ellen, dann grüßt dir recht herzlich die Ellen von mir. Ja, und ich. Dankeschön. Von dir zurück. Und ich wünsche euch beiden wirklich alles Liebe, alles Gute. Für lange, lange, lange Zeit. Danke, wir wollen dich auch lange noch gucken. Ja, genau. Tschüss, ihr beiden. Alles klar, Domian. Tschüss. Dir auch eine schöne Sendung noch. Dankeschön, tschüss. Okay, tschüss. Und schon geht es weiter mit Cindy. Und Cindy ist 31. Guten Morgen, Cindy. Ja, hallo, Domian. Hallo, Cindy. So, wann haben wir beide gesprochen? Wir beide haben das letzte Mal miteinander gesprochen. Das war vor circa 11 Jahren. 11 Jahren? 11 Jahre, ja, genau. Über was haben wir gesprochen? Und zwar habe ich damals bei dir angerufen und da ging es um das Thema Prostitution. Mhm. Und ich stand in der Nacht vor der Entscheidung, ob ich das mache oder nicht mache. Mhm. Warum standst du in der Nacht vor dieser Entscheidung? Begonnen hat es eigentlich so, dass ich mich damals von meinem Partner getrennt hatte, mit dem ich eine Tochter habe. Mhm. Und dann finanziell in eine ziemlich schlechte Situation reingerutscht bin. Mhm. Dadurch, dass ich keine Familie oder generell irgendwo Hilfe beziehen hätte können, war ich sehr auf mich selbst gestellt. Mhm. Und dann habe ich eine Annonce gelesen, Begleitagentur sucht. Und habe mich daraufhin gemeldet. Ja. Und hatte dann einen Tag später auch den Termin dann wahrgenommen bei diesem, ich sag jetzt mal Herrn. Ja. Und es war dann so, ich war sehr aufgeregt und sehr nervös und er wollte dann, um das Gespräch ein bisschen zu lockern, hatte mir dann Alkohol angeboten. Mhm. Und ich habe dann halt durch diese Nervosität, diesen Alkohol ziemlich schnell konsumiert. Mhm. Und war dann eigentlich richtig ziemlich betrunken. Ja. Und er hat dann die Situation für sich ausgenutzt, indem er mich dann ausgezogen hat, von mir Fotos gemacht hat. Ja. Und er hat auch dann diesen Akt vollzogen mit mir. Ja. Und ja. Und als wir miteinander gesprochen haben, war da das schon geschehen, was du gerade erzählt hast? Ja, genau. Das war geschehen. Mhm. Und da ging es um die Frage, soll ich es weitermachen? Nein, nicht so direkt die Frage für mich hat sich die gestellt, sondern es wurde mehr oder weniger, er hat mich erpresst. Mhm. Er wusste, dass ich eben alleinerziehend bin, mhm, und hat mir dann gesagt, dass wenn ich das nicht mache für ihn, dann meldet er das dem Jugendamt und dann könnte man mir meine Tochter wegnehmen. Mhm. Also eine hochdramatische Situation für dich. War sehr schlimm, ja. Wie? Und ich konnte ja auch keinen Rat irgendwo holen, weil ich ja auch von Familie her gesehen niemanden hatte. Ja, und auch so das geheim bleiben sollte, ne, was da passiert ist. Ne? Ja, genau. Ja, wie ist es dann weitergegangen, Cindy? Ja, also es war dann so, dass ich den Job dann mehr oder weniger machen musste und ich das dann eben in so einem Apartment, was er da angemietet hat,
mehr von früh bis abends eigentlich dann saß und dann halt die Männer erwartet habe und auch bedient habe. Und von dem Geld, was ich dann eingenommen habe, hat er mir dann komplett alles abgenommen. Er hat komplett alles abgenommen? Mhm. Wie viel Geld hast du eingenommen pro Tag oder pro Woche? Pro Tag so 300 DM waren das. 300 D-Mark pro Tag? Mhm. Das hat er dir alles abgenommen? Ja. Wie lange hast du das ausgehalten? So circa 4 Monate, 4-5 Monate. Von was hast du in diesen 4 Monaten gelebt, wenn er dir alles abgenommen hat? Ich habe eigentlich bloß noch mehr Schulden gemacht. Ja. Ich hatte damals einen ganz, 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 ganz lieben guten Freund, der wusste das. Und bei dem habe ich mir dann Geld geborgt, dass ich überhaupt wieder nach Hause kam. Und ich konnte dann auch meine Miete nicht mehr bezahlen, habe dann die Kündigung bekommen und das war dann alles ganz super schlimm. So, du hast es 3-4 Monate hast du es ausgehalten. Was ist dann geschehen nach den 3-4 Monaten? Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der sich auch wirklich für mich interessiert hat. Mhm. Und er hat mich dann auch gefragt, was ich beruflich mache, weil ich halt abends ja nie da war. Mhm. Und ich habe ihm dann halt gesagt, dass ich Babysitterin mache. Mhm. Und er hat dann einfach mal mich ein bisschen verfolgt und hat das dann doch irgendwie rausbekommen. Mhm. Hast du denn nur immer abends gearbeitet? Ich hatte gerade so verstanden, dass du den ganzen Tag da für die. Ja, also von früh um 10 bis abends um 10. Ja. Mhm. So, hat er dich verfolgt und hat das rausgekriegt, wo du dann da bist? Ja, genau. Ja, und dann? Und dann war er erstmal ganz doll wütend und hat mich auch beschimpft, weil er das so empfunden hat, dass ich ihn jetzt belogen und betrogen hätte. Ja, ja. Und dann habe ich ihm dann aber die ganze Geschichte erzählt, dass da eben auch Fotos existieren, mit denen er mich erpresst. Mhm. Und er ist dann damals mit seinem besten Freund zu diesem Zuhälter gefahren nachts, haben den dann die Wohnung eingetreten und haben dann mit Gewalt auch dann diese Bilder von mir rausgeholt und haben mich dann 2-3 Monate mit meiner Tochter in der Wohnung versteckt. Weil der Zuhälter mich dann noch überall gesucht hat. Gott, wie dramatisch. Das war richtig schlimm. Wie dramatisch. Mhm. Also ein paar Monate versteckt in der Wohnung mit deinem kleinen Kind. Ja, genau. Ja. Und wie ging es dann danach weiter? Ja, und dann habe ich dann eine Beziehung angefangen mit diesem Freund, der mir da geholfen hat. Mhm. Aber das war dann meines Erachtens nicht wirklich so eine Liebesbeziehung, sondern für mich eher schon so eine Zweckgemeinschaft. Also ich hatte ja niemanden und er hat sich einfach um alles gekümmert. Ja. Hast du dich ihm verpflichtet gefühlt, auch weil er dich da rausgeholt hat? Ja, genau. Mhm. Hat er sich denn dir gegenüber dann auch weiter gut verhalten? Nee, gar nicht. Gar nicht, auch nicht? Nee. Also nachdem das dann alles so abgewickelt war, sag ich jetzt mal, hat er dann schon versucht, dann mich so für sich einzusperren. Also bist vom Regen in die Traufe gekommen? So, ja, genau, so kann man das sagen. Wie lange hat es gedauert, bis du diesen Mann dann los warst? Das habe ich jetzt vor 2 Jahren, also 7 Jahre. Ja, Sieben Jahre war ich in der Partnerschaft. Genau. Aber du hast dann nicht mehr als Prostituierte gearbeitet? Nein. Aber du warst quasi Gefangene in dieser Partnerschaft? Genau. Hat er dich geschlagen? Nee, das nicht. Das nicht. Aber halt immer beschimpft und er hat mich eben dann schon immer so als Prostituierte und beschimpft. Und dein Kind ist mittlerweile wie alt? Meine Tochter, die wird jetzt 13. 13. Das heißt, die hat diese ganze schlimmen Jahre auch miterlebt. Ja, obwohl sie sich jetzt an diese Zeit überhaupt nicht erinnern kann. Also sie war ja damals 3-4 Jahre alt, aber jetzt, die kann sich gar nicht daran erinnern. Na, ich meine auch so die letzten Jahre dann mit diesem Mann, mit dir für dich. Das war für sie auch sehr schlimm. Ja, ja. Ja. Wie kam es dann zu der Trennung? Die Trennung war dann eigentlich, weil ich dann jemand anders wieder kennengelernt hatte. Und das war aber dann wirklich ein ganz, ganz lieber. Und den gibt es heute noch? Den gibt es heute noch, ja. Ist auch ein ganz bodenständiger Mensch. Ah ja, endlich mal Glück mit einem Mann. Ganz genau. Also er führt doch ein ganz normales Leben und geht arbeiten und kümmert sich um meine Tochter. Meine Tochter mag ihn ganz doll. Mann, oh Mann, Cindy, dann waren das aber die Jahre, wo wir uns jetzt nicht gesprochen haben, das waren aber schlimme und schwere Jahre für dich. Abgesehen jetzt von den letzten, aber alles, was davor war, war dann ja sehr schlimm. Mhm. Genau, ziemlich aufregend, ja.
Und jetzt bin ich halb zu Hause, beziehe eben diese Erwerbsunfähigkeitsrente. Ja. Weil ich dann noch sehr schwer krank geworden bin. Halt Depressionen und ja, also das war dann, aber das hat jetzt weniger damit zu tun, das hat schon wieder was mit einer anderen Geschichte zu tun, weil ich eben ja keine Familie habe. Ich bin ja bei meinem Stiefvater aufgewachsen und der hat mich halt von meinem 9. Lebensjahr bis zu meinem 17. Lebensjahr sexuell missbraucht. Mensch, Cindy, hast du aber wirklich auch viel Pech in deinem Leben schon gehabt. Und bist sehr gebeutelt und kein Wunder, dass du dann krank geworden bist, aber umso schöner ist es und was für ein großes Glück, dass es dir, du bist ja mit dem Mann jetzt noch zusammen, ne, sagst du? Ja. Und dass du dich da wohlfühlst und dass das eine gute Sache ist. Ja. Und dein Kind ist gesund und lebt bei dir und ist eine ganz, ganz, ganz liebe. Mhm. Sie ist auch in der Schule sehr, sehr gut. Mhm. Und also ich habe auch überhaupt keine Probleme mit ihr jetzt. Gab es zwischenzeitlich in diesen Jahren, in diesen schweren Jahren, mal Momente, wo du gesagt hast, ich schaffe es nicht, ich kann nicht mehr? Ja, also ich hatte auch schon Selbstmordversuche hinter mir und auch Klinikaufenthalte. Und es war dann doch so, wo der Druck, da sein zu müssen für meine Tochter, war immer größer. Also kann man sagen, dass die Tochter dir das Leben gerettet hat, ne? Würde ich schon so sagen, ja. Das ist ja auch die größte Motivation dann zu sagen, ich muss für mein Kind da sein. Ich kann das Kind jetzt nicht allein lassen, ne? Ja, genau. Das war für mich meine Motivation. Ja. Ich freue mich sehr für dich, dass es dir heute gut geht. Ja. Und du hast es dann aber auch wirklich verdient, nach all dem, was ich jetzt da so alles gehört habe und was ich noch erahne, was da in der ganz fernen Vergangenheit alles vorgefallen ist. Ja. Toll. Toll. Ich bin froh, dass ich mit dir mal telefoniert habe jetzt. Ich freue mich auch wirklich sehr. Also ich bin ganz, ganz gerührt auch, dass ihr mir auch so die Treue haltet nach so vielen Jahren, dass man dann wieder in Kontakt kommt. Das ist ja doch so in unserer heutigen Welt und in unserer heutigen Fernsehwelt vor allen Dingen und der Radiowelt sind 10, 11 Jahre ja wahnsinnig lange. Wahnsinnig lange. Ja. Also ich schaue deine Sendung auch jede Nacht und wenn ich dann manchmal so höre, was andere Menschen so für Schicksale haben und so, dann fühle ich mich doch ein bisschen verbunden. Mhm. Weil es gibt ja auch manchmal so Momente, wo man sich alleine fühlt. Mhm. Ne? So, niemand kann das nachempfinden. Mhm. Aber mittlerweile sehe ich das gar nicht mehr so. Ja, wenn man dann so hört, was da andere durchmachen mussten oder erleben jetzt noch. Mhm. Und dann denke ich mir so, dann geht es mir jetzt gut. Und dafür bin ich auch dankbar. Und es soll auch so bleiben und es soll noch besser werden. Ja. Liebe Cindy, von Herzen alles Gute, Grüße deinen Liebsten und deine Tochter von mir und viel Glück wünsche ich dir, viel, viel Glück weiterhin. Ja, und ich danke dir sehr. Auf Wiederhören. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, wir gehen ja ab Montag in die Sommerpause und ich hatte es ja schon ein paar Mal gesagt, diese Woche, es gibt dieses Jahr in unserer Sommerpause ein besonderes Projekt, das heißt Domian unterwegs. Und zwar habe ich interessante Anrufer, die hier in der Sendung mit mir gesprochen haben, zu Hause besucht, in ihrem Umfeld. Und ein Kamerateam hat mich begleitet und daraus sind Reportagen entstanden. Und diese Reportagen senden wir ab nächste Woche Mittwoch, 22:45 abends, 23.15 Uhr im WDR Fernsehen, immer in den nächsten Sommerwochen, immer mittwochs um 23.15 Uhr im WDR Fernsehen, Domian unterwegs heißt es. So, weiter geht's mit dem Manuel. Manuel ist 26. Hallo Jürgen. Hallo mein Lieber. Wann haben wir gesprochen? Vor 8 Jahren, ich habe ja auch die Treue gehalten. Vor 8 Jahren, da warst du ja noch ein kleiner Bengel. Genau, da war ich fast genau 18 gewesen. Und so klein auch nicht mehr, stimmt. Über was haben wir gesprochen? Es ging um meinen Bruder. Und zwar hatte ich an diesem Tag beziehungsweise 2 Tage vorher mit meinem Bruder wieder Kontakt aufgenommen. Wir hatten 15 Jahre lang keinen Kontakt gehabt. Mhm. Das heißt also erst damals nach dem Tod meines Vaters, das war, wo ich 5 Jahre alt war und ich glaube, er war ein bisschen jünger gewesen, er ist 2 Jahre jünger als ich. Mhm. Seitdem hatten wir keinen Kontakt mehr, weil er ist nur ein Halbbruder, seine Mutter hat es dann woanders hin verschlagen und seitdem hatten wir halt keine Möglichkeit mehr gehabt, irgendwie miteinander zu kommunizieren. Aber ihr wusstet, dass es euch gibt? Ich wusste, dass es ihn gibt und ich denke mal, er wusste auch, dass es mich gibt, aber konnte sich natürlich nicht mehr so gut an mich erinnern, weil klar, mit 3 Jahren oder mit 4 Jahren... Nee, das kann man fast nicht. Einiges. Ja, 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 ja. Mhm.
Und dann kam dieser Zufall, durchs Internet hat mein Onkel dann, also wir hatten natürlich immer nach den beiden gefahndet, um sie zu finden, haben wir dann bei meinem Onkel herausgefunden über eine Internetsoftware, wo man halt, ja, man kennt sie wahrscheinlich, Telefonbucheinträge findet, ja, dass seine Mutter in Bayern lebt. Wie war, nochmal eine kurze Zwischenfrage, der Stand der Dinge beim Ende unseres Telefonates? Unser Stand der Dinge war, dass ich meinen Bruder noch nicht getroffen hatte und ich kurz davor war, ihn in Bayern zu treffen. Ja. Und dass ich gerade mal mit ihm 2 Tage Kontakt hatte, Telefon. Per Telefon, ah ja. Genau, dass wir uns also praktisch noch gar nicht kannten. Ja. Wir wussten auch nicht genau, wer kommt da auf den anderen zu, wie sieht der andere aus. Also eine ganz verrückte Sache. Ja, dann kam halt das Treffen, 2 Wochen nachdem wir beide telefonierten. Ich habe dann meinen Bruder gesehen, vom Gesicht her genau der gleiche Schnitt wie ich, nur dass er halt längere Haare hat und ich kürzere Haare und das fand ich schon ziemlich witzig. Das heißt, so das, was uns beide auch voneinander unterscheidet. Wie begrüßt man sich denn im ersten Moment, wenn man in so einer Situation ist? Umarmt man sich oder lacht man oder gibt man sich die Hand oder was macht man? Das war auch ganz spontan gewesen. Also ich glaube, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, weil ich diesen Moment irgendwie vergessen hatte. Ich glaube, dass ich ihn umarmt habe. Einfach umarmt habe und ihm gesagt habe, schön, dass du wieder da bist, schön, dich wiederzusehen. Ich meine, das ist natürlich ein befremdliches Gefühl. Man weiß zwar, das ist der Bruder, aber auf der anderen Seite hat man mit dieser Person eigentlich die ganze Zeit keinen Kontakt mehr gehabt. Das heißt, man kennt diesen Menschen, der da einem gegenübersteht, eigentlich gar nicht. Eigentlich ein Fremder. Genau, eigentlich ein Fremder, dem man da die Hand schüttelt oder den man umarmt. Ja. Seine Mutter hatte ich noch... Ja, ziemlich guten Erinnerungen, weil wir hatten damals viel Kontakt zusammen, also meine Mutter und seine Mutter. Das war so alles ganz friedlich gewesen, deswegen kann ich mich an sie noch sehr gut erinnern und auch noch an ihn, als er klein war. Aber er hat sich natürlich dann auch verändert, er ist erwachsen geworden. Über was redet man dann in... Ja, gut, ihr hattet ja schon telefoniert, ne? Insofern gab es ja schon einen Austausch vorher. Genau, wir hatten telefoniert, so ein bisschen darüber gesprochen, was der eine oder andere macht, welche Hobbys man hat. Und da haben wir ziemlich schnell entdeckt, dass wir uns doch ähnlicher sind, als man denkt. Und zwar über die ganze Zeit, wo wir uns nicht gesehen haben wir uns beide mit Computertechnik beschäftigt. Das heißt also, er sitzt jetzt auch gerade vor dem Fernseher und hört zu. Ich habe damals programmiert und er auch. Und das sind ja schon wirklich Hobbys, wo man sagen muss, das ist also nicht das Hobby, was allerweltsmäßig jeder macht. Aber das ist dasselbe Grundinteresse eingeimpft worden oder einprogrammiert worden bei euch beiden, offensichtlich. Ja, also ich glaube, es kommt durch den Vater, weil unser Vater hat halt Elektrotechnik gelernt und auf dem Bereich halt viel gemacht. Klar, damals in den 80er Jahren gab es halt noch nicht die Computer, da hat man halt irgendwie an welchen Schaltkreisen rumgedoktert und wir doktern jetzt an den PCs. Nun sind ja viele, viele Jahre vergangen. Wie hat sich denn euer Verhältnis entwickelt? Ja, wir haben uns halt in Bayern das erste Mal gesehen, haben uns dann auch das nächste Mal in Bonn verabredet. Das war dann auch ganz spannend. Meine Mutter hat ihn das erste Mal wiedergesehen, nach auch über 15 Jahren, hat sich sehr gefreut zu sehen, was aus ihm geworden ist. Also er stand kurz vor seinem Abitur zu dem Zeitpunkt. Und über die Jahre haben wir den Kontakt sehr, sehr rege gepflegt, haben uns sehr, sehr oft gesehen. Mittlerweile wohnt er in Berlin, ich wohne hier in Bonn. Ja. Und gut, da ich öfters mal geschäftlich in Berlin zu tun habe. Ist ja keine große Entfernung. Mit dem Flieger ist das ja keine große Entfernung. Genau, oder mit dem Zug ist man ja auch. Ja. Ist denn jetzt zwischen euch beiden wirklich auch so eine gute und innige Freundschaft entstanden? Ja, also über die Zeit haben wir praktisch gesehen, dass wir eigentlich die Zeit bereuen müssten, die wir damals nicht zusammen waren. Das heißt also, wir haben uns als Brüder anerkannt und leben auch als Brüder sehr glücklich miteinander. Toll. Weil wir halt auch die gleichen Interessen haben. Mittlerweile arbeiten wir auch in einem Projekt zusammen. Aber Brüder lieben sich ja nicht nur, Brüder haben sich auch schon mal in den Haaren. Das ist ja normal. Habt ihr das auch schon mal? Oder? Ja. Das schon. Also besonders, wenn wir über politische Dinge uns unterhalten, haben wir halt komplett verschiedene Richtungen. Wie bist du ausgerichtet und wie ist er ausgerichtet? Also ich bin einfach mitteorientiert, man kann sagen in Richtung CDU, und er ist eher so in die linke Richtung orientiert. Da gibt es viel Potenzial, wo man streiten kann, ja. Da gibt es sehr viel Stoff. Besonders auch, wenn man diese ganzen Sachen sieht wie Chaostage. Gut, da sind wir beide nicht dafür, aber ja, ja. Da gab es sehr viel Stoff in letzter Zeit. Gut, man muss ja auch nicht immer eine Meinung sein, aber die Grundströmung zwischen euch beiden stimmt.
die Grundströmung stimmt. Wir beide verstehen uns, das heißt, wir beide halten auch zusammen, egal was passiert, und sind auch sehr glücklich und hoffen natürlich, dass es noch viele Jahre anhalten wird. Super. Super, perfekt. Manuel, dein Gruß. Er guckt zu, der Bruder, sagst genau, du? Genau, er guckt zu. Du kannst ja ihn direkt grüßen. Wie heißt er? Wie heißt er? Jan. Jan, hallo Jan. Jan in Berlin. Ja, wir grüßen hier dich beide. Manuel, schön, dass du auch nochmal angerufen hast. Und ja, dir und deinem Bruder alles Gute, alles Liebe. Ja, dir auch und einen schönen Abend. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch nochmal gesprochen zu haben. Das können wir eigentlich jedes Jahr mal machen, so eine Sendung, finde ich interessant. Es gibt so viele tolle weitere Entwicklungen und daran sind wir ja alle interessiert. So, in der Technik heute Nacht war Gudrunhausen. Morgen sind wir auch wieder da, die letzte Sendung vor der Sommerpause. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival mit einer freien und